Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn reden wir über den Film Spione Undercover. Das ist ein Film, ein Animationsfilm, zu dem es niemand aus der Redaktion zur Presseverführung geschafft hat. Glücklicherweise gibt es ja das Internet. Im Internet habe ich gesehen, dass der Johannes den Film bereits vorab gesehen hat. In einer dieser Community-Previews, die diese ganzen YouTuber eben auch an den Start bringen, in dem Fall war das der Dominik Porschen, der hat da was gemacht und glücklicherweise wollte der Jonas da mit uns auch noch über den Film sprechen. Das habe ich quasi gerade vor eben dieser Aufnahme hier getan und ich kann euch sagen, der macht das richtig gut. Hört da mal rein. Im Anschluss gibt es dann nämlich noch eine Doppelbesprechung zu zwei Filmen, die eigentlich zusammengehören und trotzdem an unterschiedlichen Daten ins Kino kommen. Am 25.12. wird der Film Jeannette, die Kindheit der Jeanne d'Arc, ins Kino kommen. Der ist schon etwas länger draußen und dann habt ihr die Gelegenheit, ab dem 2.1. noch den Film Jeanne d'Arc zu sehen. Also dann so eine Art Fortführung. Und alles, was ich weiß, ist, dass das wohl extrem skurrile Musicals sind, also mit krassen Musikeinlagen irgendwie und die erzählen eben vom Leben und von der Kindheit Jeanne d'Arcs. Und nun gut, darauf muss man sich auf jeden Fall einlassen und das ist auf jeden Fall ein krasses Experiment und auf dieses Experiment haben sich Eva, Lasse und Max eingelassen, die hier eben so ein Doppel aufgezeichnet haben. Da für euch eben nochmal die Info, dass das auf jeden Fall mega spannend geworden ist und der Chatverlauf von der internen Gruppe, die ich dann eingerichtet habe zur Orga des Films, war auch mega lustig. Also hört da unbedingt mal rein, was euch eben hier bei diesen beiden Jeanne d'Arc Filmen erwartet. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und bei Instagram. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, ob ihr die Filme gesehen habt und falls ja, wie sie euch gefallen haben, ob ihr unsere Besprechung mochtet, ob ihr vielleicht mal selbst dran teilnehmen wollt. All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun, zum Beispiel auch bei podcast.de, darf man auch nicht vergessen. Bitte, bitte macht das mal, das täte dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Spione Undercover. Eine wilde Verwandlung, der heißt im Original Spies in Disguise und das klingt total cool, reimt sich auch ein bisschen und ist ein Animationsfilm für Kids. Der hat eine Altersfreigabe ab 6 und eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 41 und kommt jetzt hier ganz frisch zu Weihnachten in die deutschen Kinos. Wir haben diesmal das Glück, einen externen Kollegen mit am Start zu haben, der den Film ebenfalls bereits vorab sehen konnte. Wieso, weshalb, warum? Das werden wir gleich rauskriegen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin der Jonas. Guten Tag, Jonas. Jonas, ich habe dich im Internet gefunden und du hattest bereits vorab diesen Film sehen können. Wie und wo und warum? Ich wurde von der YouTube-Kanal Film Lounge eingeladen zu einer Community-Preview. Da konnten wir den Film, glaube ich, 10 Tage vor dem offiziellen Start gucken mit ganz vielen Kindern im Kino, was natürlich was Schönes beim Animationsfilm. Und ja, so konnte ich den Film vorher sehen und ja, jetzt bin ich hier. Voll geile Sache, das macht der, wie heißt der, Dominik heißt der, glaube ich, ne? Regelmäßig diese Community-Dinger, ne? Genau, und da ich aus Köln bin und öfters eingeladen werde, kann ich so ein paar Filme oft vorher sehen und das ist immer ganz schön. Ja, schönes Ding. Also auch nochmal an euch da draußen, falls ihr ebenfalls so Gelegenheiten habt, an solchen Preview-Veranstaltungen teilzunehmen. Die gibt es jetzt nicht nur vom Dominik, die gibt es auch von diversen weiteren Leuten. Die Rocket Beans machen das, glaube ich, auch. Der Robert Hoffmann macht das auch ständig. Also wenn du in einer großen Stadt wohnst und sowieso zu diesen Previews gehst, dann melde dich doch mal bei uns. Wir haben immer Interesse an Leuten, die ja eben vorab Filme sehen konnten und wollen dann auch auf jeden Fall drüber plaudern. Jetzt hast du gemeint, das sei ein Film gewesen, wo im Saal auch eine Menge Kids saßen. Ich vermute mal, die war vorab ungefähr ziemlich genau klar, auf was du dich da eingelassen hast, oder? Ja, genau, wie gesagt, ist eine Blue Sky Produktion, das Ganze, und ich finde, die sind immer eher so ein bisschen klamaukiger mit Ice Age und Robots, immer ein bisschen kindlicher, ein bisschen bunter. Die haben für mich einen überragenden Film 2013 mit Epic Verborgenes Königreich rausgebracht, der auch schon an einigen Stellen ein bisschen duster war, deshalb war ich gespannt, was sie jetzt in dem Spione-Setting machen können. Ja, ich habe den Trailer jetzt auch gesehen und finde das soweit schon mal ganz fluffig. Vielleicht erzählst du uns aber auch erst einmal, was da jetzt eigentlich die Story des Films ist. Ja, worum geht's? Also, wir haben einen Superagenten namens Lance Sterling, welcher wohl der heißeste Kandidat auf dieser Welt für den Posten ist. Er kann alles, er weiß alles
und weiß sich überall rauszuwinden. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen kleinen Jungen namens Walter Beckett, deren Mutter eine Polizistin ist und Gadgets für Spione entwickelt. Nur seine Gadgets haben die Eigenschaft, dass sie nicht tödlich sind. Er will keine Gewalt. Er möchte, dass die Leute wieder zusammenkommen und mit Harmonie quasi die Welt aufräumen, sage ich mal. Und das sind dann zum Beispiel Gadgets wie Katzenbilder, Hologramme, die Leute verzaubern sollen. Also eher so gewaltfrei und pazifistisch. Ja, genau. Pazifistische Geräte, genau, so kann man es sagen. Und ja, eines Tages wird ein Fall Len Sterling zu groß, beziehungsweise der wird im Fall abgenommen und er sagt, er möchte das trotzdem machen und geht auf, wie heißt er jetzt, Walter Beckett zu. Walter Beckett hat gesagt, er hat eine Maschine, mit der er Len Sterling verschwinden lassen und könnte der perfekte Spion werden. Ja, Lance ist dann ein bisschen zu schroff und spontan, nimmt das Getränk, was Walter Beckett entwickelt hat, und wird zu einer Taube. Und jetzt muss Len Sterling und Walter Beckett quasi die Welt retten. Lance als Taube und Walter Beckett als kleiner, schüchterner Entwickler. Und ich sag mal jetzt, ohne dass du da jetzt vielleicht zu sehr in die Details gehen musst, aber ab dem Moment, wo er dann die Taube ist, da wird es ja bestimmt alles total wahnwitzig und mega lustig und so. Ist da irgendwie noch was Überraschendes dabei? Gibt es dann da einen krassen Twist nach dem anderen oder ist eigentlich klar, worauf das Ganze hinausläuft? Also ich würde sagen, schon ziemlich geradlinig, also man weiß, worauf es hinausläuft. Große Überraschungen sollte man da jetzt nicht erwarten. Es wird schon ziemlich klamaukig. Muss aber auch sagen, ich hatte mich gewundert erstmal, dass der Film eine FSK 6 Freigabe bekommen hat, weil die Trailer ja schon sehr kindgerecht wirken. Aber gerade der Anfang und so Teile mittendrin, wenn es in die Spions-Action geht, da wird es auch ein bisschen düster für kleine Kinder. Also ich würde da jetzt keinen unter 6 reinschicken. Aber sonst ist es ein richtig klamaukiger, schöne Spionenfilm. Ich habe geschrieben, dass es so ein bisschen Mission Impossible meets James Bond für die ganz Kleinen. Und das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Was heißt, du hast geschrieben? Schreibst du für irgendeine Seite oder für irgendeine Plattform? Ich bin ein bisschen auf Twitter, aber das muss ich nicht groß drauf ausbreiten. Okay. Wo du mich auch kontaktiert hast. Alles klar. Also gibt es auch ein Fazit von dir zu lesen. Ich werde wie immer natürlich alle relevanten Links zu dir und deinen Plattformen, also insbesondere eben jetzt hier auch den Twitter-Account, in die Shownotes packen, sodass man das auf jeden Fall mitbekommen kann. Und dich eben notfalls, falls man absolut anderer Meinung ist oder so, vielleicht auch kontaktieren könnte. Ich habe dann mal hier geguckt, wer eigentlich bei diesem Film doch so mitgearbeitet hat. Das waren eine Menge Leute. Und eigentlich wird jetzt hier absolut rein gar nichts ausgesagt zu den deutschen Synchronsprechern. Viel eher finden wir hier eine ganze Menge Infos dazu, dass hier Will Smith eben den Len Sterling gesprochen hat im Original. Tom Holland, uns auch bekannt als Spider-Man, macht hier den Walter Beckett. Und viele weitere Namen, wie unter anderem auch Karen Gillan, ist wohl diese whatever. Und wen haben wir noch? Also es gibt noch eine ganze Menge Namen, die ich jetzt hier vorlesen könnte. Er ist zumindest, was die Synchronarbeit in dem englischen Original angeht, sehr gut besetzt. Wie hat dir denn die deutsche Synchro gefallen? Hast du die überhaupt gesehen oder war es die englische? Ich habe die deutsche Synchro gesehen. Mhm. Wie gesagt, es waren sehr viele Kinder mitten im Film und ich glaube, die sprechen noch nicht so gut Englisch. Man möchte eigentlich dazu sagen, die Kinder, die haben sehr viel gelacht in dem Film und denen hat es auch sehr gut gefallen. Und das ist bei so einem Film ja immer sehr wichtig, aber zur deutschen Synchro. Stephen Gatchen spricht hier Len Sterling, hatte eine der Hauptrollen. Mhm. Und das hat mich erst ein bisschen skeptisch ich war sehr skeptisch. Weil ich denke mal, so Promis in Synchronrollen, das mögen die Synchronstudios nicht. Ich durfte auch mal kurz probieren, wie synchron ist. Und das hört man nicht so gerne bei den Synchronstudios. Aber er hat seine Sache fantastisch gemacht, wirklich. Also dafür, dass es sein erster Synchronjob war, muss ich sagen, hat er die Essenz von Len Sterling ziemlich gut rübergebracht. Mhm. Und ansonsten gibt es noch Namen und Stimmen, die dir aufgefallen wären? Also, Yannick Schümann spricht ja Walter Beckett, aber der sagt man jetzt so nichts. Ich bin jetzt aber nicht in dieser YouTube-Szene drin. Ist ein YouTuber, ist ein Schauspieler. Ich glaube, er ist ein Schauspieler. Im Englischen wird es halt von Tom Holland gesprochen, aber wir haben jetzt nicht so ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, als Gegenpart zu Steven. Aber sonst, die Synchro war okay. Also, okay. War jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Nur Steven Gatchen ist mir halt aufgefallen, weil ich gesagt habe, als Anfänger direkt so einen Hauptfilm zu tragen, aber das hat er wirklich gut gemacht, muss ich sagen.
Wenn man sich zu dem Film so ein bisschen beliest, was die Kollegen schreiben, dann ist da natürlich auch vom Humor natürlich die Rede, denn der Film ist ja primär erstmal eine Komödie, eine animierte, auch meinetwegen eine Action-Komödie. Und ich habe gelesen, dass er viel Slapstick mitbringt, also viel so Körperhumor schreiben andere. Also letztlich halt da so ein bisschen, einfach Slapstick-Momente da drin sind. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Humor. Was erwartet den Zuschauer und wie hat es dir gefallen? Ja, wie die anderen schreiben, Slapstick, also man hat viel mit Gesichter gespielt, sehr viel, ein bisschen plumpen Humor, aber ich glaube, Humor, den Kinder verstehen und mögen und deshalb haben sie so viel gelacht, also es wird viel übertrieben, viel Gesichtsakrobatik gemacht, ja, und so ein bisschen wie Sid vom Ice Age, den kennt man ja auch, so in die Richtung geht's auch ein bisschen, aber hier und da so ein Joke, wo die Kinder lachen, aber wo man so sagt, ja, der ist ein bisschen an Erwachsene gerichtet, wenn die Kinder mal 10 Jahre älter sind, verstehen sie wahrscheinlich mehr, also, aber nicht zu viel, also, es war sehr kindgerechter Humor, muss man am Ende des Tages sagen, aber ich muss sagen, ich hab auch gelacht, gerade die kleine Taube, die schmachtet den Lance Sterling ein bisschen an, das ist eine weitere weibliche Taube und die hat richtig lustige Szenen, beziehungsweise die hat lustige Sätze und die Chemie zwischen der Taube und einer anderen menschlichen, weiblichen Figur, die ist ganz nett. Der ist doch perfekt, wenn der Humor für alle Altersklassen dabei ist. Optimal. Also man muss jetzt hier keinen so Meta-Humor erwarten oder sonst was, aber ich sage einfach, das ist ein schöner Familienfilm für alle und ich glaube, der Film hat ja auch gar nicht, der will auch gar nicht mehr der große Meta-Kommentar, Meta-Humor sein oder wie Pixar ja oft mal auch für Erwachsene gedacht ist. Ich glaube, der Film hat eine etwas kleinere Zielgruppe oder jüngere Zielgruppe und da liefert er ab. Also ich hatte kein Kind, was weinend in den Saal gegangen ist. Die fanden den alle toll, wenn man mit denen danach geredet hat. Okay, wie sieht's denn eigentlich so von der eigentlichen Handlung her aus? Der wird ja dann zu dieser Taube. Ich sag, wenn du zu den Prozenten sagen würdest, wann ungefähr im Film wird der zur Taube? Ein Drittel dauert das schon, würde ich sagen. Okay, das heißt, wir haben mehr als genug Zeit, ihn in seiner klassischen Agentenfigur kennenzulernen, als krasse Sau. Ja, genau, als krasse Sau, sehr arrogant, sehr herablassend teilweise. Er muss eine kleine Wandlung gehen. Ja. Mhm. Okay, genau. Und dann geht's humormäßig nochmal voll los, wenn er dann zur Taube wird, oder hält es ein Level? Ich finde, es hält eigentlich ein Level, weil vorher der Walter Beckett, der kleine Entwickler, der hat auch so klamaukischen Humor und wenn er dann zur Taube wird, ja, dann hat man schon so Taubenwitze, also wie sieht eine Taube ihr Umfeld und aber ich finde, der bleibt auf einem Humor, auf einem Level, der Film. Also hat man jetzt keinen, am Anfang ist er duster, dann wird er lustig. Ich finde, der ist von generell macht er seine Tonalität schon ziemlich gut klar. Was ich ja spannend finde, ist, dass man sich für dieses Spionage-Setting entschieden hat, für diese letztlich also Body-Change-Komödie. Spionage-Geschichten, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch so zeitgemäß sind. Wenn wir uns anschauen, was jetzt demnächst mit James Bond auf uns zukommen wird, das ist ein wahrscheinlich relativ brutaler, düsterer Film, der da auf uns zukommt und sehr endzeitmäßig. Und Spione haben für mich in letzter Zeit vor allem eben als Grundlage für Komödien hergehalten. Hinzu kommt dann eben diese Geschichte mit diesem Body-Switch, also quasi zur Taube und eben auch die Ausrichtung auf Kids. Wie viel wird denn aus diesem Spionage-Setting gemacht? Ist das wirklich gut umgesetzt oder einfach nur so, sag ich mal, der Beginn des Ganzen und dann spielt es keine größere Rolle? Nee, da muss ich sagen, das ist eigentlich ziemlich stringent. Also es gibt sehr viele Gadgets, Spionage-Gadgets. Es geht immer darum, wie kommt man, wie infiltriert man, wie kommt man irgendwo rein und auch ich würde sagen, das ist schon aktuell, weil als Kind hat man sich schon nichts Besseres gewünscht, als vielleicht mal Agent zu werden oder sonst was. Und das wurde im Film, wäre bisher für kleine Kinder nicht viel aufgenommen. Vielleicht früher Serien wie Kim Impossible oder sonst was. Aber ja. Ja, auf der großen Leinwand kann ich mich jetzt nicht groß erinnern, dass es sowas schon mal gab. Und deshalb finde ich es eigentlich für Kinder ziemlich erfrischend, weil da muss man ja auch aufpassen. Spionage heißt ja immer so ein bisschen Gewalt, ein bisschen düster. Ja, aber das mit dem Clou, dass man ihn in eine Taube verwandelt, hat man das, glaube ich, ziemlich gut gelöst am Ende des Tages. Das fast Wichtigste hätte ich fast vergessen. Natürlich reden wir hier von einem Animationsfilm und da müssen wir uns natürlich auch über die Qualität der Animation unterhalten. Und mal davon abgesehen, dass ich hier echt fette Audi-Product-Placement-Geschichten überall finde, was den Film anbetrifft. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie ist denn die Umsetzung der Animation geworden?
sind auf einem guten Niveau. So, wenn man sich die letzten Dinger von Pixar anguckt oder von Disney, auf das Niveau kommen sie nicht. Und sie kommen meiner Meinung nach nicht auf das Niveau von DreamWorks, die ja mit Drachenzähm leicht gemacht 3, die es ja wieder einen absoluten Bombast in die Kino gebracht haben, was das Visuelle angeht. Es wirkt meiner Meinung nach alles ein bisschen plastischer. Ja, ein bisschen kindgerechter, aber es ist weit weg von schlecht. Also es ist wirklich noch gut animiert. Da gibt es schlechtere Beispiele. Okay, also sowohl die Tiere als auch die Menschen, Emotionen, Gesichter und so, das passt schon. Ja, es passt schon. Alles sehr, sehr, sehr übertrieben dargestellt, um wahrscheinlich die Kinder ein bisschen abzuholen. Menschen hatten schon so ein bisschen Pixar-artige beziehungsweise Disney-artigen Design mit diesen großen Augen und so. Da fand ich Klaus dieses Jahr von Netflix inspirierender. Ja, auch wirklich eine Top-Empfehlung, zwei schöne Beispiele, die du rausgehauen hattest. Hier Gruß an Lasse, einen Kollegen aus der Redaktion, mit dem ich Klaus besprochen hatte und der auch unter anderem Drachenzähm 3 total großartig fand. Also zwei schöne Empfehlungen von dir. Ja, zum Schluss vielleicht noch die allgemeine Frage, ob es Punkte gibt, die wir deines Erachtens nach nochmal anreißen sollten. Oh, da muss ich überlegen. Steven Gätchen hatten wir ja schon. Also ich finde, dass er es sehr gut gemacht hat. Man könnte vielleicht sagen, so als Fazit, das ist jetzt nicht der heilige Gral der Animationsfilme oder beste Animationsfilm des Jahres. Nee, aber ich denke, für dieses Setting und für kleine Kinder, die da reingehen ab 6 Jahren, die lustigen 1,5-Stunden-Filme sehen wollen und im Spion-Setting und einfach mal 1,5 Stunden abschalten wollen und lachen wollen, für den ist das genau das Richtige. Ja, super, da hast du das Fazit bereits ja rausgeballert. Wir versuchen unseren Fazit noch 2 Punkte vielleicht auch noch mit einzubauen. Einmal die Frage, wobei die Frage der Zielgruppe hat sie letztlich auch schon beantwortet, dann bleibt es eigentlich nur noch bei der Punktevergabe. Wir versuchen immer auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk ist, irgendwie auch so eine eine Punktevergabe zu machen. Und ich würde dich bitten, da vielleicht auch mal auf dieser Skala von 0 bis 5 dein Fazit nochmal rauszuhauen. Uff, ja, jetzt muss ich überlegen. Also, als neutraler Beobachter würde ich wahrscheinlich 6 Punkte sagen, aber weil ich die Freude der Kinder im Kino gesehen habe, würde ich sagen, ja, kindgerecht Familienkino dann eher 7 Punkte. Aber wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich eher 6 Punkte. Da fehlt so sonst ein bisschen Charakterentwicklung, Charaktertiefe, ein bisschen die Emotionen, die fehlen da schon. Das machen die ganz Großen ein bisschen besser. Also das wären jetzt ja 6 von 10, wir sind ja auf einer 5er-Skala, das heißt 3 von 5. Ja, 3 von 5 ungefähr, genau. Okay, alles klar. Prima. Johannes, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Abend, ist ja auch übrigens gerade Heiligabend, wir sind hier knapp vor Kino-Release mit der Aufzeichnung, dir nochmal Zeit genommen hast, an diesem ungewöhnlichen Datum mit uns über diesen Film zu sprechen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das in irgendeiner Form nochmal wiederholen könnten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer gerne dabei. Ich bin ja auch ein kleiner Filmliebhaber. Das ist immer schön, mit anderen sprechen zu können darüber. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke. Ciao. Wunderschönen nachweihnachtlichen Gruß hier von der Filmkritik-Crew, die sich durch den folgenden Film gekämpft hat. Jeanette als Double Feature mit Jean d'Arc von Bruno Dumont. Ich bin der Max und ich begrüße an meiner Seite die Eva. Hallo. Und den Lasse. Hallo. Und an Lasses Stimme konnte man jetzt schon vielleicht leicht hören, dass dieses Double Feature für uns ein kleiner Kampf war. Man gibt sein Bestes. Ja, es ist ein Musical-Film und zwar ist ja zweiteilig. Jeanette ist eine 114-minütige Metal-Musical-Verfilmung von Bruno Dumont zum Jean d'Arcs Kindheit. Und Jeanette, nee, wie hieß das andere? Jean d'Arc, genau, kommt jetzt dann am 2.1.2020 in die Kinos, dauert 138 Minuten und ist auch eine Musical-Verfilmung, auch von Bruno Dumont, und ja, geht dann um die zweite Hälfte von Jean d'Arcs kurzem Leben. Hauptdarstellerin ist in beiden Filmen Lise Leplat-Prudhomme und ja, zur Handlung wird jetzt Lasse ein paar Worte sagen.
Ja, also der erste Teil, Jeanette, handelt von Frankreich im Jahr 1425, wo der Hundertjährige Krieg tobt und in einem kleinen Dorf kümmert sich die junge achtjährige Jeanette um ihre Schafe. Sie kann das Leid der Engländer, sie kann das durch die Engländer verübte Leid nicht mehr sehen. Und Madame Gervais, eine Nonne, versucht, mit dem jungen Mädchen zu reden, aber Jeanette besteht darauf, von Gott persönlich beauftragt worden zu sein, Frankreich zu befreien. Und sie will an die Waffen. Und in Jeanne d'Arc handelt es davon, wie sie dann tatsächlich schon die Heerführerin ist. Sie wird als die Retterin Frankreichs verehrt. Allerdings passt das nicht so ganz der Kirche und ihr wird der Prozess gemacht. Das ist die grobe Handlung. Ich denke, wir alle wissen schon irgendwie, wie es dann ausgeht. jetzt muss man kurz... Sowas, dass man nicht spoilern kann. Nee. Muss man kurz dazu sagen, dass also der erste Teil Jeanette schon 2017 in die Kinos kam und jetzt in einer Neuauflage nochmal in die Lichtspielhäuser darf. Deutschlandweit, habe ich gesehen, sind es gar nicht so viele Lichtspielhäuser, die den zeigen. Gott sei Dank. Und das wird auch seinen Grund haben, denn der Film ist ziemlich anstrengend. Erste Frage an euch beide. Eva darf dann als Erste antworten. Wusstet ihr überhaupt, auf was ihr euch einlasst? Ne, ich hatte mich total gefreut. Also ich war total gespannt und habe gedacht, juhu, Bildung. Ich komme und habe mich für diese Geschichte einfach interessiert, weil ich wirklich, glaube ich, da relativ wenig wusste, so verhältnismäßig. Und dachte, das kann man mal aufpeppen, dieses Wissen. Wobei ich jetzt schon zwischen den beiden Filmen ziemlich unterscheiden würde. Also durch den ersten habe ich mich wirklich gekämpft. Das war eine Erfahrung, eine Selbstüberlebenserfahrung. irgendwie so eine mal zweistündige Messe mit Metal-Elementen beizuwohnen, wo man nicht weiß, sind die lustig, wollen die lustig sein, sind sie ungewollt schlecht einfach. Also so dieses, man grübelt. Ein bisschen wie bei Cats, aber noch schlimmer grübelt man so vor sich hin, was das soll. Der zweite Teil war, dann war man schon abgehärtet und da hat man mit dem Schlimmsten gerechnet und dann war es erträglicher. Da waren ja auch irgendwie, also war man weniger mit Musik konfrontiert und ja, da ging es zum Teil um relativ interessante Gespräche so, aber es war halt immer wahnsinnig langgezogen und wenn man mal in einem Thema drin war, dann das hörte einfach nicht auf. Also es war wirklich immer ein 20-stündiger Monolog von seltsamen Schauspielern. Bei einem war ich mir auch nicht mal sicher, ob der besoffen war im zweiten Teil. Also es war wirklich. Also Bruno Dumont arbeitet gern mit Laiendarstellern. Ich werde jetzt hier immer so ein paar Fakten rein vom Regisseur, weil der hat mich echt interessiert, nachdem ich das gesehen habe. Die Hauptdarstellerin, man hat oft, finde ich, gemerkt, dass die total aufgeregt war, ganz, ganz nervös. Also so komisch dann weggeguckt hat plötzlich und so Körperbewegungen, wo man richtig gemerkt hat, oh, das ist hier gerade unangenehm gefilmt zu werden, stört man gerade irgendwie, also es war einfach ein bisschen witzig zum Teil, ja. Lasse, was meinst du denn? Ich glaube, du bist auch ein bisschen euphorischer an die Sache rangegangen. Das Schönste war eigentlich Lasse gestern zuhören, wie er den Film guckt, weil immer so Hilferufe kamen aus der anderen Seite der Leitung. Ja. Ich hasse dich. Ja. Ich hasse euch. Ich hasse Andi. Ich hasse diese ganze beschissene Podcast-Idee. Und ich hasse jetzt Filme. Okay. Schaust du nie wieder einen Film? Sehr gut. Nie wieder einen Kostümfilm? Das, ey. Was ist mit dir passiert? Beschreib deinen Prozess. Was hat der Film mit dir gemacht? Also, Max hat uns ja schon ein klein bisschen vorgewarnt. Weil ich dachte halt, ich bin hieran, ich habe mich überhaupt gemeldet für diese Filme, weil ich dachte, oh, Jeanne d'Arc. Halt habe ich immer so, ich weiß nicht mega viel davon, aber ich weiß, wer die Figur ist und das ist eine interessante Geschichte. Und ich habe dann halt, als ich mich dazu gemeldet habe, habe ich halt gerechnet mit einem Historienfilm. Oder halt mit zwei Historienfilmen. Dachte, okay, cool. Und dann kam plötzlich deine Bemerkung mit Metal Musical und ich dachte, was? Aber gut, ich hab dann gestern und heute habe ich dann beide gesehen und ich konnte nicht glauben, was ich sah. Und es war zu einem bestimmten Punkt, ist irgendwas in mir zerbrochen, halt irgendwie mein Gehirn ist so eingeschnappt und ich habe einfach
angefangen zu lachen. Und ich habe nicht mal über etwas Bestimmtes gelacht. Das war einfach diese Art von Lachen, wie wenn man eine Zwangsjacke anhat. Das ist so von wegen, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Das war einfach die pure Selbstverteidigung. Und ich konnte nicht mehr. Echt, es war. Aber das ging nach einer Weile weg und dann spürte ich nur noch Hass. Und beim zweiten Film dann war es einfach nur gähnende Langeweile. Aber die Trauerphase hattest du nicht. Nicht, ich hab zwischendurch, ich glaube, ich bin gerade in der Trauerphase. Ich bin in der Trauerphase um meine Lebenszeit und darum, dass irgendwer tatsächlich in irgendeiner Form die Mittel und die Gelder bekommen hat, so etwas in die Welt zu setzen. Halt diesen puren Nonsens-Schwachsinn. Mhm. Ja, das hat sicher irgendjemand abgesegnet. Jetzt muss man sagen, dass Bruno Dumont ja vorher auch schon Filme gemacht hat und auch schon immer als exzentrischer Regisseur galt. Aber seine Filme vorher, ich habe mir die Trailer angeschaut, die wirkten ja vielleicht eher ein bisschen skurril, aber bei Weitem nicht so experimentell. Was er in allen Filmen mag, ist Dünenlandschaften. Die kommen in jedem Film vor. Dieser Film ist, ich habe selten einen Film gesehen, der so dermaßen einen Einblick bietet in die Psyche von einem Regisseur. Denn vor allem der erste kam mir vor wie ein Fetischfilm. Mhm. Er hat einen Fetisch für Dünenlandschaften und für Leute, die mit hochgezogenen Kleidern barfuß durch Flüsse gehen. Ja, das kommt vor. Auch, muss ich sagen, mehr über den Regisseur nachgedacht als über den Film. Also vor allem der erste Teil ist wirklich das härteste, was ich, glaube ich, je gesehen habe auf der Ebene. Also anders schlecht. Es gibt ja verschiedene Schlechtheitsstufen. Es gibt schlechte Til Schweiger-Filme. Es gibt dumme Filme, also abseits davon nochmal anders dumm. Und es gibt Filme, die jetzt, das war ja nicht unbedingt dumm, es war einfach auf also einer anderen Ebene so unglaublich schlecht und so aufdringlich. Ich habe mir echt gedacht, ich finde es so erstaunlich, es ist mal dieser Regisseur. Und dann hat man das Selbstbewusstsein, die Arroganz und die Unverschämtheit, sich hinzustellen und zu sagen, ich drehe das jetzt und mute anderen Menschen zu, dass sie sich das anschauen. Also wie geschädigt muss denn ein Selbstwertgefühl sein, dass man da ernsthaft Schauspieler arrangiert und beauftragt, das zu spielen. Das ist ja fast schon karriereschädigend. Es ist sadistisch. Du hast das wirklich perfekt zusammengefasst. Ja. Also, was geht? Also, ich würde mich schämen. So, ich hätte einen Anspruch an mich selbst, was ein Film erfüllen soll. Mhm. Und irgendwie, ich würde mich echt schämen. Ich glaube, für die so, also, ich hatte auch das Gefühl, den Schauspielern, die waren auch zum Teil sauer. Naja. Die haben geschaut, wenn es gar nicht gepasst hat, wo ich dachte, ja, super Stimmung am Set, glaube ich, gerade. Also, und die haben auch in einer Kameraeinstellung gespielt. Da war jetzt, glaube ich, nicht viel. Das ist eine Sache, die man vielleicht kurz anmerken muss, weil ja die Zuhörer hier nicht wissen, was wir da gesehen haben. Also man muss sich bei Teil 1 muss man sich vorstellen, es wirkt auf mich. Ihr könnt da jetzt dann einfädeln, wenn ihr wollt. Auf mich hat es gewirkt. Die Kamera wurde an einem Ort platziert. Dann hatten sie 360 Grad Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Das war die gesamte Kulisse des Films. Was dann zu, sagen wir mal, 80% aus Dünenlandschaft bestand. Ich glaube, 15% war Wald. Und dann gab es noch so ein kleines Bauernhaus. Oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Teil 1 und Teil 2 miteinander vermische. Und dann hattest du einfach nur Laiendarsteller, die dann irgendwann mal sangen zu programmierter Metal-Musik. Das war jetzt. Ich glaube auch live. Ich glaube, es war tatsächlich live am Set Gesang. Ja, der Gesang war auch. Der Gesang, ja, ja. Also, das muss man auch noch sagen. Aber gut, okay. Gut. Es war halt irgendwie Bauerntheater im. Weiß nicht, im abstrakten Stil. Ja, in einem ganz abstrakten Stil. Also der David, hat gar nicht den Anspruch. David Lynchs frühe Phase als Bauerntheater. gar kein schlechter Vergleich. Ihr müsst euch das vorstellen, liebe Hörer. Ihr habt diese Dünenlandschaft größtenteils und da sind diese Leute in halbwegs authentischen Kostümen, wo man denkt, ja gut, das könnte so ungefähr auch in einem echten Film zu sehen sein. Und das sind einfach diese Schauspieler und die gehen stocksteif aufeinander zu, reden sehr monoton. Gucken oft direkt in die Kamera, halt auch mit purer Absicht, und leiern diesen Text runter, das klingt wie ein Bühnenstück. Wie
abgelesen einfach. Also ja, es klingt nicht auswendig gelernt, sondern genau, es klingt wie steif abgelesen und zwischendurch dann kommen diese Tanz- und Metal-Nummern, wo dann plötzlich Nonnen anfangen mit Headbang und dann zwischendurch plötzlich ihre Freunde kommen auf sie zu in diesem Spin-Crawl-Walk wie im Exorzisten. Mhm. Und da habe ich es verloren. Da ist bei mir alles durchgeknallt. Also die Ritter vom Nie kamen. Das war bei mir dann der Punkt. Weil es sieht halt aus wie die Ritter der Kokosnuss, muss man dann dazu sagen. Ja, an einem Punkt dann, ja. Das war auch zum Teil so schlecht. Also ich habe halt auch wirklich bis zu diesen schwebenden Heiligen gedacht. Das ist okay, das ist jetzt so eine ironische Ebene. Und ich raff bestimmt noch, auf was mir diese Ironie sagen soll. Also das dieses Metal ist vielleicht, weil das ja auch des Teufels und sie ist ja auch später teuflisch dargestellt, vielleicht ist das irgendwie so die Jeanne d'Arc von heute, die hören alle Metal oder weiß ich nicht, was mir das... Das habe ich übrigens lustigerweise von einer Kritik, die diesen Film verteidigt, genauso gelesen. Ja. Gott, ja, ich habe halt irgendwie versucht, krampfhaft einen Zusammenhang herzustellen zwischen Metal und was hat das mit Jeanne d'Arc zu tun? Was will mir das sagen? So, sind wir nicht alle ein bisschen vom Teufel besessen und haben unsere Ideen und das kann man. Dann hörte das nicht auf und war so schlecht und so. Und dann ging mir aber auch die Ironie aus irgendwann. Also ich habe da einiges, aber da ging mir die Ironie aus. Und dann habe ich irgendwie nur gestaunt noch. Dann kommt noch Teil 2. Der 150 Minuten dauert. Der noch so viel länger ist. Irgendwie regelmäßig in die Gruppe geschrieben, ja, jetzt habe ich noch 50 Minuten, jetzt habe ich noch gleich alles geschafft. Also es war so ein Countdown, wie bei der Mondlandung so ein bisschen. Ein Anti-Orgasmus. Rückwärts. Hier ist mein Ding. Ich hasse diese Art von Film, wo der Regisseur irgendeinen Nonsens macht und sich dann hinstellt, grinsend, und sagt, ja, interpretiert euer Zeug rein. Es ist tiefsinnig, obwohl er sich nicht das Geringste dabei gedacht hat. Hm. Hier, glaube ich, liegt die Sachlage noch ein bisschen anders. Wo ich mir nämlich denke, das ist der größte Troll-Move aller Zeiten. Halt wirklich, wenn er sich irgendwie dann ein paar Jahren vors Publikum stellt auf seinem Totenbett sagt und sagt, das war alles nur die pure Verarsche, dann würde ich sagen, das ist einer der genialsten Filme ever. Ja. Weil, wo ich mir wirklich denke, dass dann irgendwelche dämlichen Kritiker darauf reinfallen und versuchen, etwas hineinzuinterpretieren, wo es in Wirklichkeit gar nichts gibt, wo der einfach nur den dümmsten Scheiß da auf die Leinwand geklatscht hat, nur ohne jeden Grund, einfach nur um uns zu verarschen. Und so kommt das rüber die ganze Zeit. Das ist einfach nur, als wäre, das habe ich gestern... Einfach Jeanne d'Arc. Das habe ich halt gestern gesagt, wenn sich herausstellt, dass in ein paar Jahren plötzlich Andy Kaufman aus der Kiste springt und sagt, ich lebe noch, ich habe diesen Film gemacht, dann würde ich es glauben. Halt, dann wäre das absolut, das wäre die größte Plausibilität ever. Ja, mich hat es halt auch sehr arg an The Room erinnert. Also einfach so, wo man auch... Ja, das Gleiche. Ja, aber für Room, da hast du diese Ahnungslosigkeit. Also da hast du halt diese Ahnungslosigkeit, wo du halt merkst, der Regisseur hat keine Ahnung von irgendwas und die versuchen, irgendwas draus zu machen. Und das ist aber tatsächlich auch unterhaltsam. Es ist dann wirklich hier ab einem bestimmten Punkt, wo nämlich hier merkst du nämlich, all diese Entscheidungen wurden bewusst getroffen. Aber du kannst dir keinen Reim darauf machen und deshalb ist es einfach nur frustrierend. Mhm. Also ich glaube halt schon, dass es ernst gemeint war, weil es halt der Film einfach so ernst war, weil es so unglaublich lange Dialoge gab, die durchaus eine Form von Anspruch hatten oder haben wollten. Also es war ja diese ewig langen Kirchenmonologe und Gebete und also das war ja, da war schon jemand dabei, das kann man nicht mal so hinrotzen. Oder, also wenn man sowas witzig meint, dann macht man nicht solche Dialoge, glaube ich. All diese Sachen sind in Echtzeit. Der ganze zweite Film kam mir vor wie in Echtzeit, wo wenn neue Figuren kommen, jeder einzelne Schritt wird gezeigt, bis sie da sind. Diese langen Kirchengänge aber auch auf den Dünen entlang. Es ist wirklich einfach nur, niemand hat diesen Film geschnitten, kommt es mir vor. Es ist halt, den ersten muss man sich halt so vorstellen, diese Leute stehen innerhalb dieser Dünen und haben diese ganze Zeit Schimmer, das ist aber prägtami. Ach, unerinner la tour de fell, zu mal dann mon pantalon la merde. Und dann, dazwischendurch machen sie oh la chue, de vrate roll de ri, und du hörst im Hintergrund bäh! Die Musik war auch so monoton und auch so la 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 wie ein kleines Kind oder wie jemand, der so, ja, ich mache ein Lied, das habe ich gerade ausgedacht, da, ja, da, ja, ja, da, 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 und jetzt mache ich mal tiefer und la und ein Doppel
2 Gesang. Und dann hattest du diesen Punkt später im ersten Film im Bauernhaus, wo dann halt der Typ sagt, so geht jetzt und fällt diese Eiche da mit seinen Holzfällersöhnen oder wie auch immer, und die treten halt so auf der Stelle, die machen so diese Art von Marsch auf der Stelle, und im Hintergrund siehst du den Typ, der ihren Onkel spielt, und der fängt an einfach mit diesen interpretativen Dance Moves und er dabbt zwischendurch, und als er aus der Tür rausgeht, dreht er so seine Arme umeinander, wo ich mir denke, entweder der ist auf Drogen oder der trollt jetzt selbst den Film, halt, der hat keine Regie bekommen und der denkt sich einfach, ich mache jetzt hier irgendeinen Scheiß und guck, ob ich damit durchkomme, und ja, er ist damit durchgekommen. Das Gefühl, dass es im Team während der Dreharbeiten einen Streit gab und dass die Schauspieler total enttäuscht waren, was sie da für einen Scheiß spielen müssen. Und dann hat der Regisseur wahrscheinlich so Anweisungen gegeben wie, so jetzt tanz mal. Und dann hat sich der eine gedacht, deinen Film zerstöre ich. Und jetzt mache ich einen Dab-Move und jetzt mache ich irgendwie, greife ich über meinen Bauch und mache Tudel-Dudel über meinem Kopf. Und also, so. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sowas von. Halt, dass ich, du hast gerade den Film enthüllt. Halt, auch wenn er dann vom Pferd über den Pferderücken rutscht und auf der anderen Seite runterfällt und sie muss kurz tatsächlich ihr Lachen verkneifen, wo ich mir denke, stand das im Skript? Halt, hatte da einfach diese Slapstick-Nummer so eingebaut. Halt, also eine Studie. Es ist so eine seltsame Erfahrung. Ja, wie die. Ja, im zweiten Teil hast du diese ganzen älteren Leute, die da diese Priester und Mönche und bladibla spielen. Und diesen einen Typen, der, wo ich erst dachte, ist das Klaus Kinski? Und der die ganze Zeit, der erstmal irgendwie betrunken klingt. Mhm. Und dann aber auch jedes Mal. Bei jedem, sein Gesichtsausdruck sagt die ganze Zeit, oh, ich spiele tatsächlich in einem Film. Oh. Und ich bin ein Franzose, so, also immer so dieses, also so über, also krass. Und dann war der auf einmal betrunken. Das war am Anfang das, nicht. Der das klang wie, nur das, affektiert. Das klang wie Französisch mit sächsischem Akzent, wie der gesprochen hat. Ich spreche leider kein Französisch. Deswegen. Es war so aber Französisch, dass es schon nicht mehr Französisch war. Also es hat gekippt. Aber das war wirklich so. Ja, Entschuldigung. Sorry. Ich würde den zweiten Teil auf jeden Fall unterscheiden. Also ich habe mir da wesentlich leichter getan, ihn zu gucken. Vielleicht war ich abgehärtet, aber er war auch anders. Die Musik, die bekam man erspart zum großen Teil. Ich fand die Dialoge echt auch zum Teil interessant, muss ich sagen. Auch wenn ich seltsam fand, dass es da nur noch um diese kirchliche, wie sagt man, Abhandlung, also diese Anklage ging. Und nicht um die Geschichte an sich oder wie es dazu kam, oder sondern ja, es ging halt aber sehr viel um die Dialoge zwischen Kirche und Anschuldigung und ihre Verteidigung, was sehr schlagfertig war, was ich krass fand für ihr Alter so. Also die war halt noch wahnsinnig jung und weiß nicht, wie viel da überliefert ist oder was da echt ist, aber es gab ja wohl auch einige Briefe und so. Also das fand ich schon zum Teil interessant. Es war halt grauenvoll gespielt und es war viel zu lang und bla bla blub. Ja. Einige fühlten sich wohler vor der Kamera als andere, garantiert. Ja, und ich glaube, die Kamera war bei einigen ein bisschen angenehmer, oder? Ja, hast du Nahaufnahmen, wow. Und es gab, ja, es gab mehr, es gab manchmal an die Gesichter hingesucht. Mehr verschiedene Bilder. Es gab mehr Schnitt, ja, es gab irgendwie mehr Schnitt, mehr Abwechslung in den Shots. Und sie haben vielleicht beim ersten Teil gespart an Geld, und weil beim zweiten Teil gab es ja sogar eine Luftaufnahme, holla. Und also gab es im ersten auch schon, Da gibt es auch einen Drohnenflug kurz. Oh, okay, dann haben wir da. Hat da jemand einfach nur die Kamera nach oben geworfen. Das Ding ist irgendwie, der zweite Teil kam mir vor wie so eine Obligation, wo ich mir dachte, der Regisseur selbst hat keinen Bock da drauf, weil er einfach so fundamental anders ist, wo es einfach nur diese langweiligen Dialogszenen sind. Du hast keine Tanznummern mehr, du hast keine Live-Gesangsnummern mehr, du hast nur ein paar Mal. Zweimal hast du diese Off-Stimme, die singt, was klingt wie der Tom York-Song aus Suspiria. Und dann später ist der Sänger selbst in einer Rolle dort und singt das nochmal kurz vor Ende. Aber es sind auch zwei verschiedene Komponisten übrigens bei beiden Teilen, sehe ich gerade. Ah, okay. Aber es ist auf jeden Fall diese andere Stimmung. Aber wo ich mir denke, der hat keinen Bock hier auf diesen Film irgendwie. Und vor allem, was ich auch nicht verstanden habe, ist, am Ende des ersten Films, irgendwann ist Jeanne d'Arc halt eine Jugendliche. Also es ist so dieses 17-, 18-jähriges Mädchen. Aber dann am Anfang vom zweiten Teil ist es wieder dieses Mädchen. Und dann ist es, die keinen Bock mehr hatte, die Schauspielerin. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Das könnte ich mir vorstellen, weil ich anders kann ich mir das nicht erklären. Warum ist sie jetzt plötzlich wieder klein? Weil dieser Symbolismus hätte sowieso allgemein sehr viel besser funktionieren noch im ersten Film, wenn sie die ganze Zeit so jung gewesen wäre. Weil es gibt da einen Schlüsseldialog. Mhm. Etwas im ersten Teil, was mir aufgefallen ist, wo ich denke, okay, hier will der was aussagen, der Film. Da gibt's diesen, ich habe das hier, wo sie sich mit ihrer Freundin unterhält, ist relativ am Anfang vom ersten Film, wo sie dann sagt, solange niemand den Krieg tötet, sind wir wie Kinder, wenn wir uns in den Wiesen vergnügen. Halt, das ist irgendwie so dieser symbolische Dialog für den Stil des Films, hatte ich den Eindruck. Dieser kurze Meta-Moment fast. Aber ansonsten gibt's davon nichts mehr. Es ist einfach nur, also wir haben schon ungefähr erklärt, wie das alles aussieht. Und es ist halt auch einfach diese seltsame optische Diskrepanz, wenn fast alles im ersten Teil in diesen Dünen spielt und du hast ganz kurz das im Bauernhaus, aber sonst hast du halt wirklich nur Dünen. Und dann im zweiten Teil plötzlich hast du aber dann Dünen und dann aber ganz viel diese Kathedrale und dann noch andere Häuser und so. Ich finde halt, das wirkt für mich nicht richtig durchgezogen, dann dieses Konzept. Das Ding, ich sehe ja auch Kamera, also ich glaube, dem ist das ganze Team abgesprungen, wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht. Aber Eva hat da gerafft, dass halt das mit dieser Musik nicht so gut ankam, da wurde man ja weitgehend verschont im zweiten Teil. Also aber das ist ja nicht verstanden. Es gibt halt echt nette Einstellungen. Gerade im ersten Teil mochte ich die Farbgebung sehr gerne. Sieht sehr hübsch aus. Die Kameraeinstellungen allgemein sind gut gewählt. Diese Landschaft ist wirklich schön. Mhm. Und der hat einen Sinn für schöne Visuals, was angeht. Da ist ja auch nichts nachbearbeitet oder so. Und du hast die Luftaufnahmen mit den Pferden, wenn sie diese Muster laufen, sieht schön aus. Also da merkst du wirklich, da steckt Craft hinter, da steckt irgendwie Planung hinter. Aber es geht voller der zweite Teil. Aber es geht einfach so ewig lang. Und ich hatte halt echt irgendwann keinen Bock mehr, wo ich mir dachte, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, sowas wirklich in einem Kino zu sehen, wo man sich nicht mal zwischendurch ablenken kann oder so. Mhm. Es ist so grauenvoll. Es ist einfach nur. Schauspieler waren einfach zu schlecht. Also die Dialoge, da hätte man ja was draus machen können. Und das war ja auch alles aus dieser Kirchenperspektive, was das eigentlich für Arschlöcher waren und auf so ein kleines Mädchen, also das, ja. Ich glaube nicht wirklich, dass es an den Schauspielern liegt, halt, weil es ist einfach, die Regie sagt denen, trag das so vor. Weil du halt bei bestimmten Leuten merkst du, die sind vielleicht etwas besser als andere. Also die haben so ein bisschen mehr Gefühl für die Kamera und wie sie ihre Sachen sagen. Aber dennoch wurden die extra dazu angehalten, sprecht euren Dialog so, das merkst du halt. Und andere hätten da vielleicht mehr draus machen können als dann solche Laien, weil einige haben schon eine gewisse Präsenz, einige wirken gut, andere weniger, aber ich beschuldige keinen von denen, absolut nicht. Das ist einfach nur, der Regisseur hatte diese Scheißidee und sagt ihnen, yeah, macht euer Ding. Die Vision durchprügeln mit allen. Ich stell mir vor, wie der hinter der Kamera steht und sich kaputt lacht, die ganze Zeit. Halt, und alles in diesem Film fühlt sich an wie der erste Take. Mhm. Wir haben jetzt streckenweise auch die Stellen, bei denen die Schauspieler in die Kamera gucken, so um sich zu vergewissern. Teilweise gucken sie ja bewusst in die Kamera, manchmal scheinen so die Augen so ganz leicht nur so. Ja genau, das meine ich, ja. Also diese Störende. Genau. All diese Sachen und halt, das ist nicht mal irgendwie diese Art von Dogma-Filme machen oder sowas, weil hier halt noch, das streift so ein bisschen irgendwie in diese Richtung, aber es ist einfach so befremdlich. Ja, huch, du hier, ihr filmt schon? Okay, dann spielt. Genau. Ja, gerade, dass man einfach bei manchen Stellen halt nicht vorher noch und Action damit wirklich alles. Ja, stimmt, gewinnt. Genau. Ja, aber also ich fand wirklich, ist schon auch unabhängig davon wirklich relativ schlecht gespielt, also dass man so in die Ebene. Ja, es sind Laiendarsteller, was willst du erwarten, ne? Ja, ich gebe dir nicht die Schuld. In einem richtigen Film mit dieser Thematik hätten die garantiert irgendwas daraus machen können. Das ist eben schade, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil ich schon seit langem halt so einen Jean-Darc-Film mal einen richtigen irgendwie sehen wollen. Ja, nicht mit Mila Jovovich. Genau, halt was, keine Ahnung, was Modernes, was, ich meine, ist ja ein interessantes Thema, weißt du? Habt ihr denn das Gefühl gehabt, ihr habt was gelernt? Nee. Ich habe gelernt, dass halt geschichtlich jetzt. Ich habe nur gelernt, der Wahnsinn existiert. Also so von wegen, ich habe gelernt, jeder kann einen Film machen, ganz egal wie krank er ist im Kopf. Aber das weiß ich schon seit Jodorowsky. Hm.
Gut, ja, sollen wir mal zum Fazit kommen, haha, weil ich glaube, wir sind relativ fortgeschritten. Wir sind eh im Fazit eigentlich schon die ganze Zeit. Deswegen das stimmt. Ja. Werd ich würde jetzt einfach mal Punkte vergeben. Teil 1 kriegt von mir 0,5 von 5 und Teil 2 kriegt von mir 0,6 von 5. Und das wäre dann meine Wertung. Jetzt übergebe ich an euch. Nice. Jetzt habe ich dann doch noch eine Frage. Ja, bitteschön. Habt ihr also diesen Dialogen im zweiten Teil auch nichts abgewinnen können? Weil die fand ich zum Teil schon interessant. Also das Ding ist, irgendwann mal schaltet das Hirn halt einfach ab. Ja, das ist einfach. Man wird irgendwann mal bewusstlos. Und ja, genau, ja, so ging es mir, ganz genau. Oder denkst, und man muss halt alles mitlesen, das fand ich auch so anstrengend heute. Ich glaube, das ist, wenn man auch Französisch kann, dann ist es vielleicht auch leichter. Wo du dir denkst halt irgendwie, das könnte interessant sein in einem richtigen Film. Das hier ist kein richtiger Film. Halt diese Dialoge halt könnte interessant sein, aber sind's hier halt nicht. Halt das alles. Nee, ganz genau, weil es einfach nicht dynamisch ist, weil es nicht erzählend ist. Es ist halt einfach nur, es wirkt einfach wie ein abgefilmtes Theaterstück. Wie ein Gedichteband, ja, auch wieder wie jemand, der sein Gedicht unbeholfen vorträgt. So. gut, Fazit. No. Wer ist dran? Ich habe meine Punkte schon vergeben. Bin ich? Okay, dann. Oh, aber es ist echt schwierig, weil es so auf einer anderen Art, die man kennt, schlecht ist. Also der erste wirklich null Punkte einfach. Also null, ich wüsste, gut, die Landschaft war schön, aber da kann der Regisseur nichts dafür. Da hat er sich halt. Die hat er ausgesucht. Ja, das hat sie ja nicht selbst gemacht. Das die, war hat schon beim vorherigen, die hat er schon bei seinen vorherigen drei Filmen gehabt. Ich weiß nicht. Also dann gut 0,1 für die Landschaft. Und der zweite, einen Punkt, eineinhalb. Also da war ich tatsächlich, habe ich jetzt nicht so gelitten. Also ich würde es auf der Ebene, weil es so interessant ist, wie schlecht der ist, würde ich sogar empfehlen, den anzuschauen. Also den ersten halt vor allem. Und ansonsten, ja, bleibe ich einfach nur bei der Punktzahl und selber sag weiter nichts dazu. Okay, also der erste kriegt von mir 4 Punkte. Gut. Von 50. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich rechnen, oder wie? Nein. Der erste kriegt von mir einen von 5, weil er mich zum Lachen gebracht hat, weil ich einfach da saß und dachte, ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist auch was wert. Mhm. Wo ich einfach wirklich, ich habe gespürt, was Wahnsinn ist, auch in mir drin. Und ich bin geistig an einen Ort gekommen, an den ich eigentlich nicht zurückkehren will. Und eben auch durch die Visuals, weil es sieht hübsch aus. Und die beiden Mädchen, die da die Jeanne d'Arc spielen, machen das ganz solide an sich. Und einfach halt, ja, es ist so bizarr, batshit crazy. Der erste 0,5 von 5, einfach nur wegen, da gibt's auch wieder schöne Aufnahmen. Der ganze Rest ist das ödeste, drögeste, trockenste, langweiligste Affenlaien langweilig Ablese Rotztheater, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist wirklich wie, wenn ihr in einer modernen Theater inszeniert. Nee, die sind heutzutage besser, weil da hast du mehr Energie. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr euch in irgendeiner Form vorstellen könnt, wo ihr einfach nur zusammensackt und sämtliche Energie geht euch flöten. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht Rise of Skywalker durchhalten soll im Kino. Gott, das ist man als soziales Wesen halt auch mit den Schauspielern so mitleidet. Das macht. Ja, genau, ja. Zu einem gewissen Sinne, weil du halt in einigen Potenzial siehst und du denkst, ach Mensch, ich hoffe, dieses Mädchen geht irgendwie dann ihre eigenen Wege und kann dann was Cooles machen. Ja, weil mein Tipp für euch: Guckt euch stattdessen auf YouTube das Epic Rap Battle an zwischen Jeanne d'Arc und Miley Cyrus. Da lernt ihr nämlich sehr viel mehr über die Figur als durch diese beiden Filme. Lass mich raten, dauert auch nur 3 Minuten. Ja, es ist extrem kurz und die bringen sehr viel mehr Info rüber und es ist noch dazu unterhaltsam. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja, dann. Würde ich zur Verabschiedung kommen? Liebe Leute, ein frohes neues Jahr wünsche ich, oder beziehungsweise wir vom Tele-Stammtisch. Ich werde mich jetzt hiermit verabschieden und übergebe das Wort an Eva und lasse die noch ein bisschen was sagen dürfen. Ja, bleibt tapfer, hart aus, egal was ihr für Filme seht. Und ja,
guten Rutsch und bis bald. Tschüss. Von mir ebenfalls. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut unbedingt mal auf scoregeek.wordpress.com vorbei. Da sind viele neue, tolle Soundtrack-Kritiken draußen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten passt auf euch auf, habt einen guten Start ins neue Jahr. Und bitte, bitte guckt diese Filme nicht. Und wenn ihr sie verteidigt, wenn ihr sie guckt und sie verteidigt und da irgendetwas reinlest, dann werde ich höchstpersönlich zu eurer Haustür kommen und euch sowas von ein abwatschen. Oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare, dann kann euch keiner watschen. Das reicht dann schon. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.